Ja, willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Ja, zum letzten Part wurde mein ganzes Audio-Setup einfach mal auseinandergenommen. Und nun sitze ich da ohne Audiospuren, überhaupt irgendwas. Und ja. Ja, dann kam halt das zustande, dass ich jetzt hier ohne Audiospuren sitze, weder Game noch überhaupt irgendwas vom Spiel. Und jetzt muss ich alles nachkommentieren, nachsynchronisieren, wie auch immer. Zweiteres funktioniert nicht, also werde ich mein ganzes Gameplay aus dritter Person quasi nachkommentieren, zumindest versuche ich es, ne? Zum Beispiel jetzt ein Fläschchen Calcium habe ich da jetzt gefunden. Ich komme mir gerade selber bei der ganzen Geschichte ein bisschen komisch vor. Und ja, gut, so ist das Ganze halt, ne? Jetzt gucke ich mir quasi selber zu, wie ich jetzt hier einen Staravia begegne und für diese Staravia gleich flüchten muss, ne? Dazu habe ich nicht mal Ingame-Sound, woran ich mich orientieren kann, was hier gerade an Sache geht. Und ja, gut. Also, wieder Flucht vor den ganzen Krams und ja, weiter geht unsere Story in anderer Kombinationsweise, ne? So haben wir uns gedacht, gut, dann bekämpfen wir auch mal diesen Trainer. Ich meine, wir lassen ja einige Trainer aus. Und ja, wollen wir doch mal schauen, was sie so eigentlich alle für Pokémon hat, ne? Und 5 Stück hat sie auf jeden Fall. Und als erstes hat sie einen Bidiza. Ja, yippie. Ja, wollen wir doch mal schauen, was wir denn da jetzt gegen machen, gegen unser Bidiza. Klar. Das besiegen, logischerweise. Und ja, Wasserdüse eignet sich ja eigentlich immer noch ganz gut an dieser Stelle. Also nutzen wir doch Wasserdüse, wie immer. Aber wie kriegt sich mal ganz besiegt? Ist ja was. Ja, also müssen wir es weiter probieren, bis das Ganze fertig ist. Und ja, wie sie gleich jetzt herausstellt, war da, kriegen wir XP und sie ist eine verdammte Bidiza-Trainerin, ne? Das heißt, an dieser Stelle werde ich wieder mal eine Fast-Forward-Situation jetzt gerade draus gemacht haben. Oder, ja genau, werde ich jetzt was machen. Eine Fast-Forward-Situation, weil wir bekämpfen nur Bidiza, ne? Ist einfach so. Okay. So, und damit haben wir auch diese Dame hier besiegt. Und, ja, Alina, ne? Alina, haben wir dich erledigt. Ja, ja, so schicke Leute wie du haben natürlich auch schicke Pokémon bei sich. Tja, und daraufhin kriegen wir erstmal 1080 Poké-Dollar. Yippie, yippie, yippie. Okay, ja, dann müssen wir, nö, müssen wir eigentlich doch nicht. Also unser Team ist eigentlich komplett geheilt und dann ist da unten noch ein Item mit einem zerschnallten Busch. Also nehmen wir doch dieses Item doch auch nochmal gerne mit, sehr gerne, sehr gerne. Ich weiß gar nicht mal, ob mein Mikrofon richtig rum ist, doch ist es. Ja, tja, Stahlflügel. Ist auch eine super Attacke. Also, ja, womöglich ist sogar drin, dass diese Attacke irgendwann noch einem unserer Pokémon beigebracht wird. Wer weiß. Hier im Turm der Runen haben die Seelen dahin geschiedener Pokémon ihre letzte. Ja, ihre letzte Ruhestätte gefunden. Ja, und dann. Ach komm, nehmen wir die beiden auch nochmal mit, ganz einfach. Und. Ja, ein frisch verliebtes Pärchen haben wir hier. Junges Glück und ich glaube, ich habe gerade meine Kamera vergessen, einfach mal hochzustellen. Kann man ja mal machen. Einen Moment. Okay, oder denke ich gleich nochmal dran? Aber gut. Ja, Marshallo und Mediti, das geht ja noch. Ich habe meine Kamera immer noch nicht hochgestellt. Das kann man ja mal machen. Also, lass uns die beiden einfach mal komplett fertig machen. Aus dem Weg räumen. Und ja. Ja, komm, einigermaßen. Es zieht so halbwegs, wobei das Mediti ist jetzt weg. Das heißt, wir brauchen jetzt beide nur noch auf dieses Marshallo gehen. Das ist ja schon mal sehr praktisch. Genau, Chelsea heilt sich jetzt dank der Muschelglocke. Das ist ja auch sehr praktisch. Da braucht man sich nicht mehr ganz so stark gerade heilen. Und ja, Marshallo setzt Energiefokus ein. Okay. Ich glaube, durch Energiefokus war das so, dass ich glaube, einige Attacken oder dass das quasi nicht mal auf 0 KP auf einmal gesenkt werden kann, sondern das ist dann wirklich definitiv 2 Treffer braucht, um wirklich besiegt zu werden. Also quasi, dass es dann eine Runde quasi Robustheit bekommt oder so. Ich glaube, so war das gewesen, aber ich weiß es nicht, ne? Könnt ihr auch trotzdem mir jetzt beantworten an der Stelle. Ja, Megasauger. Megasauger, ja, hat mich tatsächlich auch beigebracht. Das sehen wir natürlich jetzt auch gleich. Ich habe Megasauger beigebracht. Das ist besser als Blattwerk, auch wenn es eine spezielle Attacke ist. Aber an der Stelle ist die Megasauger halt so, dass die Attacke halt einem wieder einige, beziehungsweise genau die Hälfte des zugefügten Schadens vom Anwender, genau, das Anwender,
Die Hälfte des zugefügten Schadens wird quasi wieder auf mich zurücktransferiert, dass ich mich damit heile. Ist sehr praktisch, ist aber eine spezielle Attacke, wo mir Bone gesagt hat, oder eben, wo ich die Attacke dann entsprechend, warum ich die denn verlernt habe. Ja, die Attacke ist jetzt auch quasi jetzt erstmal eine Übergangsattacke, weil sie besser als Blattwerk ist in meinen Augen, eben weil sie halt die Attacke, weil sie uns halt heilt. Genau. Ja, da haben wir die beiden wieder besiegt. 10.000 Pokédollar, das ist doch eine schöne Nummer, da kann man ja mal nicht meckern. Ja, und dann haben wir hier noch dieses schöne Türmchen, können wir noch mal reingehen. Das ist der Turm der Ruhenden. Und ist hier noch ein Item? Nichts, gar nichts. Aber wilde Pokémon gibt's hier. Okay, ein wildes Nebula könnte man hier fangen. Aber wir werden hier auch wieder flüchten, weil wir es können. Und ja. Okay. Und? Ist es doch schon der Moment? Ja, wir werden. Da ist er doch schon. Den Superschutz einmal einsetzen. Damit wir hier auch nicht weiteren wilden Pokémon begegnen. Und sortieren kann man das ganze Ding ja auch nochmal gleich in unseren schicken Beutel. Und ja, ne? So ist es. Ja, hier im. Guck mal, hier. Gibt keinen anderen Weg, an das Item ranzukommen, als den Trainer mitzunehmen. Aber an der Stelle, diesen Turm, den betrete ich selber eigentlich relativ ungern. Und deswegen habe ich mir schon selber so gedacht, ach komm, es reicht, wenn du diesen Turm eigentlich nur einmal betrittst. So ungefähr. Also, sieh mal zu, dass du ihn fertig machst, diesen Turm. Also alle Trainer nehmen wir jetzt hier mit. Und gegen Skangpu, den haben wir noch gar nicht gekämpft gehabt. Das weiß ich nicht, dass ich das angemerkt habe. Im Part, weil. Das hat mich gewundert gehabt, weil ich bin der Meinung, dass wir dem Vieh schon früher begegnet sind, aber nö, einfach mal nicht. Aber gut, dann nicht. Dann überhaupt gar nicht. Okay. Ja, Säurespeier. Eine schöne Attacke. Überhaupt nicht schön, aber es macht uns dann nichts aus, denn im zweiten Treffer war es dann ja auch schon besiegt, dieses Skangpu. Okay. Ja, Rafe erreicht Level 27 und darauf kommt ein Surprise. Und. Nee, Rafe gebe ich an diesem Punkt nicht die Chance. Ich weiß es selber nicht mehr. Es ist am Wochenende gewesen. Jetzt haben wir heute Dienstag, wo ich das Ganze nachsynchronisiere. Und der Part ist sogar am Freitag entstanden. Es ist ein bisschen für mich gerade selber so. Ich habe gespielt. Ist genauso wie wenn jemand etwas vorliest, dann ist das Verständnis etwas geringer, als wenn du es die leise liest, so geht es mir zumindest. Und genauso ist es in dem Fall, ich habe es erlebt und weiß eben meine genauen Taten in dem Moment nicht mehr. Halt so Fetzen, so wie eben halt so, wie das mit dem Skangpu aufgefallen war oder ähnlichem. Ja, deswegen machen wir auch dieses Zerpeise einfach mal eben schnell fertig und weiter geht das Ganze hier, ne? Stimmt gar nicht, ja, und noch ein zweites Pokémon, ein Schadilos, okay. Ist auch unsere Chance, dass wir weiterkämpfen können. Ein drittes Pokémon ist es sogar. Ein drittes. Guten Morgen. Oder guten Mittag. Ja, mit einem Funkensprung geht das Ganze auch voll klar. Es sollte es auch schwuppdiwupp weg sein, denke ich mal. Oder? Ja. Ist es. Ist es. Großartig. Ja. Das ist ja sehr gut. Sehr gut. Und jetzt haben wir den auch endlich besiegt. Tja, Moment, du bist ja gar kein Gespenst. Nee, das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Gut, daraufhin finden wir erstmal einen ovalen Stein. Und gehen wir weiter, ne? Weiter. Ich reacte quasi selber so ein bisschen auf meinem Video. Das ist auch mal was Schönes, ne? Hier, hallo. Ja, er hat eine seiner Pokémon verloren und... Weiter kann ich das jetzt gerade auch nicht lesen, weil ich die Sequenz eigentlich geskippt hatte. Aber Igor, ja, der Igor, der wird ein Pi einsetzen. Das steht da eigentlich hinter meiner Kamera. Ich habe schon wieder die Cam nicht eingestellt. Ach, aber ich habe doch noch dran gedacht. Großartig. Gerade so, gerade so. Ein Pi sind wir tatsächlich auch noch nie begegnet. Dementsprechend ist auch ganz gut, dass wir das dann einfach mal mitnehmen. Und einfach mal fertig machen. Ne? Schamebolzen. Oh mein Gott, jetzt sind wir verliebt. Das heißt, es könnte natürlich sein, dass wir jetzt unseren Angriff nicht fortsetzen, sondern einfach starr vor Liebe sind. Aber
weil wir gegengeschlechtlich sind. Floater und Pi sind gegengeschlechtlich, von daher ist das Ganze ein bisschen... Könnte sein, dass es nicht mehr klappt, aber wir sind mal zuversichtlich in diesem Moment. Und komm, setz deine Attacke ein. Dankeschön. Genau, da ist mich gerade der Moment. Also, und es funktioniert. Ja. Der Punkt ist wahrscheinlich, das ist immer so an gewissen Punkten so zu mir. Das ist nicht genau so synchronisiert ist, wie ich es geschafft habe in diesem Moment. Wie ich es selber sehe. Aber okay, dann ist das so. Ich habe jetzt keinen Punkt, wo ich mir selber gerade eine Synchronisation stellen kann, weil ich nichts mit mir selber passen kann. Ja, genau. Dann haben wir hier einen Poké-Fan. Er war eigentlich eben alleine, aber jetzt sind sie zu zweit. Er setzt Pichu ein. Das ist ja was. Und sein... Was das ist, sein Kind wahrscheinlich. Vom Poké-Fan das Kind. Das macht... ja. Einfach mal mit, ne? Ja, jetzt sind wir gerade mit einem Wasser-Pokémon gegenüber von Pichu. Jetzt bin ich, glaube ich, gerade am Überlegen. Wobei doch einfach bis... Und gut ist... Naja, Statik könnte das Problem sein, dass sie ja natürlich auch ein Statik-Problem treffen, aber ja, offensichtlich hat das ja ganz gut geklappt. Werde ich daraufhin bei Pokémon wechseln. Er setzt jetzt Pikachu ein, okay. Pikachu und Chelsea bekommen damit auch ihre Chance nochmal zu glänzen. Yippie. Genau, ich habe ja in diesem Part, oder zwischen dem letzten und diesem Part, also, habe ich nochmal meine Ballkapsel neu dekoriert gehabt. Und dementsprechend sehen wir jetzt auch hier in den ganzen Kämpfen nochmal die komplett neuen Ballkapseln. Ja, Wangrubbler, toll, garantiert paralysiert, yippie. Auch noch ein Volltreffer, krass. Ja, eventuell greifen wir nicht an und wir sind auch noch gleich paralysiert, großartig. Und können entsprechend nicht angreifen. Das ist ärgerlich, gut. Ja, okay, also Rasierblatt und weg bist du, böses Pikachu. Böses Pikachu. Aber wir heilen uns dafür. Yeah. Okay, und als nächstes hat er wieder ein kleines Pichu. Der Wendlein. Wendelin, nicht Wendlein. Wendlein. Genau, Wendlein kann man immer machen. Okay. Ja, dann. Ach ja, ein paar Kameradschaft. Das wird unseren Angriff wahrscheinlich senken. War das so? Angriff? Ich glaube schon, Angriff. Genau. Oh, daraufhin. Machen wir trotzdem unser Rasierblatt. Weil, haben wir gerade in dem Moment... Nee, doch, wir sind noch weiterhin paralysiert. Alles klar. Ich habe gerade schon überlegt, hä? Haben wir die Paralysie weggemacht? Aber nee. Nee. Ist alles gut. Ja, was hat er nur getan? Er hat verloren. Verloren hast du. Ganz einfach. Okay. Ein bisschen Heilung ist ja auch wichtig, ne? Also, komm. Wo ist die Medizinabteilung? Die findest du schon, Retro. Die findest du. Da ist er doch, der Paraheiler. Also nutze ihn und heile auch dein Floater. Nimmst du einen einfachen Trank, genau. Weil auf die 6 KP, 7 KP, mein Gott, das kann man irgendwann anders, wenn sich mehr lohnt, machen. Und schon sind wir in der nächsten Etage. Hier haben wir dann, ja, erstmal hier Doppelkampf. Also nehmen wir doch die beiden hier mit, das junge Pärchen. Das junge Glück. Ah, wie romantisch, die beiden. Achso. Traunfugel und Kramurks, also die beiden gegen-editionischen Pokémon. Kann man das so sagen? Ich sag einfach mal ja. Weil das eine, Kramurks, kann man nur einen strahlenden Diamant fangen. Und das andere, Traunfugel, kann man nur eine leuchtende Perle fangen. Beide entsprechend im Ewigwald bei Nacht. Also, die sind beide gegensätzlich zueinander. Traunfugel sind wir auch tatsächlich noch nicht vorher begegnet gewesen. Also... Entsprechend auch wieder mal keine Effektivitätsangaben zu diesem. Ist ja auch ganz in Ordnung. Gut. Ja, jetzt auf zu strugglen, mach doch einfach was. So einfach ist es. Es ist ein Trainer, die könnt ihr nicht so viel tun. Ein bisschen was, ne? Okay, ja, ein bisschen was. Weil es auch sehr effektiv ist, aber sonst... Gut, beides geht auf Chelsea, aber Chelsea ist auch unser Tank. Von daher geht das ja. Und damit ist das Kramurks auch schon ausgeschaltet. Sehr schön. Weil ein Volltreffer zugange war. Aber war der gerade auf Kramurks oder auf Traunfugel?
Das ist der Moment, wenn ich selber kurz runter gucke auf meine Tonspur, ob die in Ordnung bleibt. Irgendwie. Heute ist alles anders. Und übermorgen leider auch. Und darauf die drei Parts leider auch. Aber darauf geht's schon wieder. Da habe ich wenigstens meine eigene Stimme schon wieder. Ey, dass ich da auch überhaupt nicht drauf geachtet habe. Das ist schon irgendwie traurig. Das ist schon erbärmlich. Erbärmlich ist das. Aber okay. Wir sind alle nur Menschen und wir sind alle doof. Also, ich bin doof. Ihr nicht. Ich bin doof. Aber wir sind alle mal doof. So kann man sagen. Aha. Und jetzt ist der Punkt gekommen. Und jetzt... Ja, Floater entwickelt sich. Und... Ich habe die Sequenz nicht vernünftig. Das ist natürlich belastend. Das ist wirklich belastend. Aber gut. So sei es nun. Somit hat sich Floater weiterentwickelt zu einem Bojelin. Ja, sehr schön, sehr schön. Und seine Schwimmblase entwickelte sich als Folge seiner Beutejagd im Wasser. Es transportiert Menschen, als wäre es ein Gummiboot. Ja, seine Schwimmblase sieht auch ein bisschen, ja, könnte ein bisschen so aussehen, ne? Aber ist doch großartig, ne? Das heißt, ja, können wir machen. Da habe ich gerade versucht, sie schräg anzusprechen. Aber mal aus Protest, geht das denn? Ich meine, rein an und für sich geht das ja, ne? Sollte. Ja, ist was Echtes. Aber so geht's nicht im Spiel, weil Videogames. Okay, und dann fordern wir erstmal hier Bea und Bob heraus. Und ja, die noch mit Bammelin. Ha! Und das hat sich ja schon längst weiterentwickelt. Also vor kurzem. Naja, dann nutzen wir die Chance und machen hier noch einmal die Wasserattacke aufs Feuer-Pokémon und die Pflanzenattacke aufs Wasser-Pokémon. Nutzen wir die Wechselwirkungen noch aus, so wie es geht. Ja, Megasauger, hier nutzen wir die praktische Kraft des Megasaugers. Es ist zwar nur speziell, aber wir können uns damit bestimmt gleich sehr gut heilen. Guck mal, hier ist es gleich voll besiegt, alle KP abgezogen und wir heilen uns. Fast voll, okay. Es sind 4 KP noch, die uns da fehlen. Und mit der Muschelglocke machen wir den Rest. Das ist doch super. Und somit brauchen wir Chelsea nicht selber heilen gerade, sondern es geht einfach so über die Attacke. Tja, so ist das. Ja, wieder ein bisschen Geld, ne? Das Münzamulett, das lohnt sich auch richtig. Kann man nicht anders sagen. So, dich wollen wir natürlich auch mitnehmen hier. Und zeig doch mal, was du für ein schönes Pokémon hast. 3 Mobile. Achso, ja. Oder ein Mobile, in Wirklichkeit. Kann man ja auch mal machen. Okay, Mobile. Das heißt, du hast jetzt ganz schlechte Karten gegen uns. Du bist ja ein Pokémon-Turm von Typ Gestein. Ja, genau, ein Gesteins-Pokémon, weil es ist ein gemogelter Mini-Baum. Ein Bonsai-Baum, glaube ich. Ich glaube, es kommt auch von Bonsai. Nee, oder ja, oder nein? Ich glaube nein. Ich glaube nicht. Okay, naja, dann nicht, ne? Tja. Okay, damit haben wir auch 7 gesiegt. Und wir kriegen nochmal Fußtritt. Ist ja auch praktisch. Diese Kampfattacke, würde ich jetzt mal schätzen. Ich habe auch hier natürlich nicht in den Beutel geguckt, was es ist, aber jo, es ist wahrscheinlich eine Kampfattacke. Und schon sind wir ganz oben angekommen. Und ja. Turm der Runen, haben die Seelen dahingeschiedener Pokémon ihren Frieden gefunden. Sowohl jene, die sich als ein langes Leben erfreuen durften, als auch jene, deren Zeit kürzer bemessen war. Die Seelen aller von uns gegangener Pokémon finden hier Trost und Ruhe. Vielen Dank, dass du hier warst. Dann nimm doch diese TMs. Ja, du erhältst TM 69. Und das ist die Stärke-Attacke. Also damit haben wir auch eine neue VM-Attacke, die wir unsere VM-App im Pocket verwenden können. Aber vorher müssen wir natürlich... Bevor du die Attacke einsetzen kannst, musst du eine Arena aufsuchen. Natürlich, leider weiß ich nicht mehr, welche das überhaupt ist. Ja, na gut, dann weißt du es halt nicht mehr, ne? Lass mich deine Abreise von hier etwas weniger düster gestalten. Nimm dies!
Ja, ein Schutzband. Das ist ja großartig. Gibst du dieses Schutzband dem Pokémon an der Spitze deines Teams? Steht... Was? Ja. Greifen wilde Pokémon seltener an und ihr könnt ungestörter reisen. Zudröselig, dass ich jetzt hier in diesem Part... Ja, jetzt gehen wir wieder runter. Und eigentlich ist da oben noch was und das habe ich vergessen. Okay, wir sehen uns gleich hier unten. Das schneide ich jetzt hier raus, diesen ganzen Part, weil... Ja. Ja, und schon sind wir in Trostö angekommen, aus dem Gebäude raus. Und hier ist auch schon unser Part wohl zu Ende. So gut wie, ne? Oder? Ist das schon zu Ende? Ja, Trostö. Die Stadt, in der man sorglos wohnen kann. Es ist so, ich glaube, ich werde Trostö im nächsten Part, ist es ja eigentlich auch nochmal nachsynchronisiert, aber in dem Fall werde ich das wohl nochmal neu zurechtbasteln und ja, also, das war's. Bis dahin und ciao.